Willkommen zurück bei Lara Croft and the Temple of the Osiris Co-op Multiplayer. Und wir haben in der letzten Folge einiges erreicht, einige Sonnen durch die Gegend gerollt und versucht so ein bisschen mit den Feinheiten der Steuerung irgendwie zurechtzukommen. Hier gibt es noch was zum Weggeiern für mich und Licht zu machen. Hier brauchst du Gesundheit. Nein. Ich brauche Gesundheit. Ja, genau. So. Oh, ich kann auch einfach mal runterfahren, da brauche ich keine Gesundheit mehr. Das kommt davon, wenn du so rumgeierst. Ja, das ist wahrscheinlich die gerechte Strafe. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen, worüber man... Was ist denn das hier? Amulette. Die Dinge passieren, während ich im Menü bin, das nervt mich ein bisschen. Rüste Amulette aus und erhalte mächtige Fähigkeiten für dich und deine Verbündeten. Na herrlich, wenigstens was für uns beide. Verursache Schaden und sammle Edelsteine, um die Energieanzeige deines Amuletts zu füllen. Ist das Ding da links? Das ist das Ding da links. Die Energieanzeige bleibt aktiv, solange du keinen Schaden erleidest. Ah, wie so ein Combo-Ding wahrscheinlich. So, Amulett. Ja, Amulett. Achso, ich habe mehrere Amulette. Eiserner Feuerflegel macht Feuerprojektile und Eiserner Flegel des Osiris macht Streuschuss. Dann nehme ich mal Streuschuss und kannst du das andere wählen? Kannst du auch? Ich habe das andere gewählt, ja. Genau, dann ist doch das ist doch gut. Mein Strahl ist jetzt rot. Ich weiß nicht. Ah ja, ich schieße jetzt hier so. Habe ich gesehen, ja. Okay, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie sich die Munitionsanzeige wieder auffällt. Ah ja, jetzt habe ich es rausgefunden. Aus der einen Vase kam gerade eine Munitionspackung. So was Blaues, ne? Ja, ja, genau. Bist du einfach runtergehüpft? Bist du? Bist du einfach dagegen gelaufen gerade? Ja, bist du. Oh, wieso ist mein Strahl nicht mehr? Achso. Und wie lade ich jetzt mein Amulett wieder auf? Na, indem du Münzen sammelst. Siehst du? Jetzt geht's schon wieder. Achso, das geht natürlich bei dir dann viel schneller, ne? Natürlich. Ist ja so ein hässlicher Geier. In dem Tempo, in dem ich Münzen einsammle, was machen die Jungs denn jetzt hier? So standen wir aber nicht eben. Das macht nichts. Wir stehen jetzt so. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde mit dem Streuschuss. Ich bin schon tot. Herrlich. Dann lasse ich dir mal die Münzen liegen, damit du, Au. Kannst du nicht wieder einsteigen? Nö. Muss ich jetzt erst die Leute hier alle platt machen, oder was? Jetzt bist du da. Also das muss ich noch die Leute alle platt gemacht. Achso, wahrscheinlich. Da, guck mal, da ist noch eine Münze. Kannst du denn? Aber ich muss auch mein Amulett aufladen. So. Wir könnten es schaffen. Silberpunkte-Herausforderung habe ich jetzt. Wir könnten was schaffen? Keine Ahnung. Warte mal, hier ist auf jeden Fall wieder was für meinen Haken. Musst du darüber balancieren? Kannst du das? Und jetzt musst du dich hochziehen. Warte, und jetzt machen wir wieder. Genau. So. Ach, das ist aber wirklich gut. Hier, mach mal wieder die Blase. Nee, das hast du... Wie machst du denn das? Weil da gehen automatisch die, Ja, zaubern kann ich. Ich merk schon. So, 4 von 5. Mann, spring da runter. Mädchen, ey. Warte, ich muss Licht machen. Naja, so kannst du das auch machen. Ich glaube, wir sind hier entwischt. Wir sollten gehen. Schnell. Wem sind wir entwischt? Ich habe keine Ahnung. Ach, diesem komischen Gürteltier, ne? Mal hier. So. Da ist es wieder. Ist das ernst, jemand? Lauf mal weg. Du bist der andere. Ich hatte gerade Steam Overlay aktiviert. Weil mit Shift laufen. Aber da musst du noch Tab drücken bei. Ja, hatte ich anscheinend auch aktiviert. Mann, lauf, Mädchen, lauf. Ich falle zurück. Du hast sogar noch Zeit, um den ganzen Quatsch einzusammeln. Bist du wahnsinnig? Okay, das war auch nicht so schlau.
Ich finde die Kamerasteuerung sehr gut. Ja, dann hättest du, wenn du das hingekriegt hättest, dann hättest du hier wahrscheinlich jetzt irgendwie. Nein, weil die Kamera folgt nämlich dir und nicht mir. Das ist ungleich schwerer. Ach so, ich dachte, die folgt uns beiden. Also ich dachte, die ist immer so, dass die Kamera uns beide irgendwie. Ich bin tot. Dass die Kamera uns beide im Blick behält oder so. Nee, ja, macht sie schon, das ist schon richtig, aber. Dadurch, dass ich weiter vorne war, aber man ist halt selber nicht in der Mitte der Kamera und das, also ja, das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Ich bin jetzt vorne. Hier muss man jetzt kurz warten. Wir müssen auch nicht, glaube ich, ganz so viel Hektik machen. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen warten. Kannst du wieder einsteigen? Kann ich mit dir irgendwas machen? Oh, da kommt das dicke Ding. Bin eingestiegen und wurde gleich wieder überrannt. Okay, also man kann offensichtlich auch, na, aber wenigstens, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Das hat doch was. So, hier, laufen. Oh. Hat's dich gleich wieder erlegt? Ja. Scheiße. Ich erkenne ein Muster. Das raff ich nicht, es wackelt doch alles. Und Ja, das ist eher ungünstig gemacht, finde ich auch. Wie ich jetzt hier dran vorbeikommen soll, ist mir noch nicht so ganz klar, aber so ging's. Okay, jetzt bist du wieder da und jetzt hier, wir machen mal die Wurst hier, die Blase meine ich. Hinter uns ist auch Ruhe, also ich glaube, das Ding hat sich jetzt verabschiedet, weil, Mann, nein, du sollst da nur runter gucken. Sag mal, kriegt sie das noch? Jetzt auch. Muss ja rumturnen noch unbedingt. Nee, aber hat doch funktioniert. Du lebst noch, aus irgendwelchen Gründen. Dämonen können sich Geduld leisten. Solange ihr gebrandmarkt seid, wird Amit euch jagen. Schön, das heißt, das wird also unser ewiger Begleiter in dieser... Amit der Armadillo. Verbringt eure letzten Stunden damit, einen toten Traum nachzujagen. Aber ich werde wieder über dieses Reich herrschen. Und ihr könnt mich nicht stoppen. Feigling, wir werden dich aufhalten. Warum sind wir jetzt plötzlich zu viert? Versucht es doch. Ach, ist wahrscheinlich jetzt das nächste Level, an dessen Anfang Sie wir die... Achso, nee, hier sind wir jetzt wieder. Tempel versperrt. Wir müssen wieder hinein, sonst können wir ihn nicht aufhalten. Und wie halten wir ihn auf? Wir brauchen Osiris. Nur er kann uns helfen, in den Tempel zu kommen. Und nur seine Macht kann gegen Seth bestehen. Ja, ich glaube, hier müssen wir rein, dazu müssen wir irgendwas finden, einen Schlüssel oder so ein Quatsch. Also manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel würde deutlich mehr Spaß machen, wenn sie mir nicht so viel Story um die Ohren knallen würden. Die interessiert mich nämlich überhaupt nicht. Das war der Schrein meines Vaters. Er wurde entweiht. Um Gottes Willen. Verzweifle nicht, mein Sohn. Osiris? Wir werden deinen Thron wiederherstellen, aber wir brauchen deine göttliche Hilfe. Führe uns! Nicht ganz die Führung, die ich mir erhofft hatte, aber... Oh, das ist der erste Bossfight. Sehr schön. Wieso werde ich eigentlich angegriffen? Weil du bist doch Lara Croft. Ja, aber ich pass auf, ich mach die Atz und du musst dich viel bewegen. Ich kann mich nicht so schnell bewegen irgendwie. Lauf mal nicht so weit weg, weil sonst... Es ist tot gegangen. Da sieht man, wie ich es durchsiebt habe. Ein Fragment von Osiris! Hier weht doch gar kein Wind. Ich wollte gerade sagen, scheint windig zu sein, aber auch nur bei mir. Dein Haus. Richtig, genau. Du hast drei Wettertaff. Den Schrein, damit wir seine Macht wiederherstellen können. Wer redet da eigentlich? Wir sind dem Mörder meines Vaters wieder einen Schritt näher. Das Teil ist uns quasi in den Schoß gefallen. Das nächste wird wohl nicht so einfach. Das ist uns in den Schoß gefallen, aber wir mussten mit diesen Dicken diese besiegen, oder? Diese kleineren Statuen tragen auch die Glyphen von Osiris. Ja, da nun das erste Fragment an seinem Platz ist, können seine Statuen uns führen. Wir müssen nur den Stab erheben. Hörst du denen noch zu? Ich nicht. Es ist wahrscheinlich auch vollkommen unerheblich. Du musst irgendeinen Stab erheben. Was müssen wir hier machen? Ich muss erstmal das
Was hast du denn jetzt? Das Grab dort drüben. Eine Community-Truhe. Dies ist die Community-Truhe. Sie leuchtet, wenn sie etwas für dich hat. Weiter. Hier findest du gekaufte Inhalte. Wirklich? Gibt es gekaufte Inhalte? Als auch gekaufte Inhalte. Offen. Also ich weiß, keinen Shop gab es nicht. Aber ich glaube, so DLCs wahrscheinlich oder so. Aber was macht man jetzt damit? Beschaffe das Teil von Osiris? Wir haben ja keine gekauft, deswegen leuchtet sie nicht. Sie leuchtet nicht und dann, was ist das hier? Beschaffe, ist das... Jetzt leuchtet es nicht mehr. Was zur Hecke war das denn jetzt? Hä? Achso, wenn du den Stab... Achso, und was bringt das hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollen diese Teile alle suchen. Ja, das ist klar. Okay, naja, dann machen wir das doch. Da sind wir ja nicht so. So, diese Kiste ist also vollkommen sinnlos und irgendwas kann uns führen. Irgendwie diese Dinger können uns führen. Ich schaffe das Teil von... Ach so, da lang. Da ist das nächste Teil. Umschalt. Ich habe irgendwas aufgemacht. Schatztruhen. Truhen sind Belohnungsräume und in der übrigen Welt zu finden. Und in der übrigen Welt. Aha. Ach so, Blödsinn, weil ich wieder nicht lesen kann, ich alter Legastheniker. Truhen sind in Belohnungsräumen und in der übrigen Welt zu finden. Meine Herren, ist auch nicht so einfach. Benutze Edelsteine, um sie zu öffnen. Wie, sie müssen die Edelsteine benutzen, um eine Truhe zu öffnen? Das muss mir nochmal jemand erklären. Abhängig vom Wetter erscheinen andere Schatztruhen. Jetzt ist gerade schönes Wetter, oder was? Also die geht nicht. Nö. Wegen schlechtem Wetter oder was? Wahrscheinlich. Was ist dieses große Teil hier in der Mitte? Kann man damit irgendwas machen? Weil hier kannst du wieder irgendwas hochfahren. Mach das mal. Naja, das ist doch der letzte Schrein des Osiris. Sammle 10 rote Schädel. Well, eben sollten wir noch 5 sammeln. Kannst du mich mal wieder runterfahren hier? Danke. So, warte, ich mache mal Licht. Hier habe ich auch das Buschgelumpe vor der Tür, aber wenigstens... Achso, hier kannst du wieder gucken. Da lang, sagt er. Der schickt uns zu der anderen Statue, oder ist das... Ne, hier geht's dann auch noch hin. Achso, ne, aber auch nicht so richtig. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht hier lang. Vielleicht. Da oben ist noch so ein Schädel. Kann man noch was weggeiern. Das ist so echt geier, ey. Ja, meine Fähigkeit ist wieder am Start. Die mag ich eigentlich nicht. Dann schießt die nämlich irgendwie daneben immer. Hier ist eine Leiter. Ah, sieh nur. Das machen sie aber sehr behend. Wenn du vielleicht versuchen könntest, nicht zu sterben. Das, hier kann ich doch bestimmt was sprengen. Nein. Aber es sah ein bisschen so aus. Du kannst vielleicht auch einfach noch ein bisschen draufschießen. Na, das habe ich ja schon versucht. Ich dachte, vielleicht könntest du... Aber es kann doch nicht sein, dass diese Leiter hier freundlich ins Nichts führt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Warte, ich muss nachkommen. Wo zeigt denn dieser andere? Ich dachte, Kollegin. Der hätte auf die erste Truhe gezeigt, auf die ich probiert habe. Da lang. Nee, der zeigt auf das Ding hier. Was ist denn das? Ja, achso, hier ist das aufgegangen jetzt. Ja, war das vorhin schon offen? Ja. Okay, vielleicht war das auch gerade ein Belohnungsraum. Ah ja, Grab des Zeitmessers. Irgendwelche Upgrades. Keine. Ich habe keine Upgrades. Hast du Upgrades? Nö. Ich kann mir auch keine aussuchen. Ich kann jetzt hier aber ein Häkchen setzen. Nee, achso, breit. So. Na, ist doch schön. Von da sind wir gekommen. Lass mich nicht vorgehen, sonst bleiben wieder keine... Meine Spezialfähigkeit ist ja schon... Hier sind auch nochmal welche. Guck mal. Da ist noch hier ist so ein Hut. Eine Mütze. Nee, das andere. Genau das. Achso, das waren andere. Das sind unterschiedliche Hüte. Achso, hier müssen wir erst wieder aufmachen. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Müssen hier hoch. Guck mal, hier ist wieder wahrscheinlich was, was wir schieben können. Diese Sphären tragen dieselben Glyphen von Osiris. Der Stab müsste auch auf sie wirken. Achso, man muss. Nee, der Stab. Was tut das? Umschalt stand da. Achso. Ja. Aber oh. Ich glaube, du sollst da irgendwas mit dem Stab machen. Das war, glaube ich, nicht so schlau.
hab doch gar nichts gemacht. Das hätten wir. Doch, du hast das gespürt. Oh, das ist kaputt. Ach, wenn man das da wegbewegt, dann geht dann ein Timer an. Ich glaube, ja, das war dieses Ticken, ne? Na, dann machen wir einen flinken Fuß. Können wir das gemeinschaftlich machen? Achso, ja. Schieb mal. Schieb schneller. Ich schieb doch. Ja, das war richtig. Laut. Das gefällt mir aber. Wir sind gebaut, um gewaltige Schätze zu bewahren. Wir müssen mit vielen tödlichen Fallen rechnen. Nee, da oben ist ein Käfer. Ja, was machen wir damit? Da ballerst du jetzt mal mit deinem Seil. Ja, das habe ich ja. Das probiere ich aber. Ich stehe darüber. Oben. Mit was soll ich denn da ranballern? Weiß ich, mit deinem Seil. Nee, das geht nicht. Also ich kann da nicht drauf zielen. Der zielt immer entweder auf dich oder auf das Ding hier drüben. Na, da muss ich darüber. Vermutlich. Sei doch mal so gut. Du bist ja absolut die beste Seiltänzerin, die ich kenne. Diesseits des Rio Grande. Ah. So, und jetzt kann ich mich hier einhaken. Und einmal den Tarzan machen. Yay, das hat gut funktioniert. Und direkt noch geiern nebenbei. Na, ich glaube, dafür war das da, zum Geiern. Ja. Warte mal, ich kann hier was sprengen. Um noch mehr zu geiern. Warte, und Licht machen. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich beim Lichtmachen auch geiern kann? Hier ist die Mauer brüchig. Wir können durchbrechen, wenn wir das richtige Werkzeug finden. Oh, ich kann sogar mit der Fackel in der Hand noch schießen. Das wusste ich auch nicht. Was ist denn das hier? Umschalt. Mhm. Oh, okay, da muss man sich wahrscheinlich dran halten. Oh, hier ist ein Käfer. Mach mal Licht. Ich mach Licht. Schön. Eiskalt. Der C4-Troll. So. Hier unten. Achso, da ist noch so ein Hebel. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Ah, hier ist noch was zum Mitnehmen. Ich mach mal Licht. So. Und jetzt. Warte mal, ich kann doch bestimmt hier einfach runterhüpfen und Umschalt. Hier ist auch wieder so eine Murmel. Ja, ja, ne, da muss, wir müssen die Murmel jetzt wieder vor die Tür schieben. Ja. Warte mal, wollen wir da mal hoch vielleicht? Wollen wir das mal mitnehmen? Ne, das hier? Ist so ein Health-Upgrade. Das ist, glaube ich, ich hatte vorhin schon eins. Achso, aber es ist für uns beide wahrscheinlich. Ja, ja. So, also du rollst das Teil, weil ich mache erstmal Licht. Du musst diesen Dings da wieder ziehen. Genau, ich ziehe dir an dem Hebel und du rollst das Teil. Was hältst du davon? Ja, Geier, mal erst noch zu Ende. Genau, das ist wichtig für mein Wohlbefinden. So, und los. Vielleicht hättest du auch erstmal in die Nähe schon rollen sollen. Ich weiß ja nicht, wie knapp das wird. Also wenn es rot ist, macht es gleich Puff. Okay, wie soll man das denn schaffen? Na, du musst das vorher schon in die Nähe machen, glaube ich. Achso, wo ist denn das Tor? Aber das Tor ist auch ewig weit weg. Guck mal, wir müssen hier noch hin. Hier ist das. Ja, das ist natürlich echt weit. Erhebe den Stab, um die Zündung der Zeitbomben zu verzögern. Das heißt, du musst das Tor aufmachen. Ich muss rollen und dann musst du verzögern. Weißt du? Warte, ich roll mal erstmal irgendwie in die Nähe. Oder du fängst einfach schon an. Das geht auch. Ja, jetzt tickt der langsamer. Ja, du musst. Genau, da hoch. Achso, nee, du kommst nicht durch. Ich muss da aufmachen. Genau. Oh Gott, ob das was wird? Na, noch ist blau. Bitte ziehen Sie schneller, genau. Schön den Stab oben lassen. Der Stab oben ist sozusagen deine Fackel, oder was? Ich hab keine Ahnung. Da, vor die Tür, bitte. Ich bin doch dabei. Mach aus den Stab. Mach's mal spannender. Oh, Käfer. Oh, Vorsicht. Wenn die sich nicht so viel bewegen würden, wären sie leichter zu treffen. Okay. Ja, hier ist irgendwas. Geh mal runter. Nee, bleib mal drauf. Jetzt kannst du.
Manchmal hat das auch ein bisschen was von Portal Coop. Ich bin mal gespannt, ob das noch insgesamt noch schwieriger wird. Vorsicht, oh, oh. Dinge. Wer wäre er nochmal? Ach ja, seht. Werden meine Skarabäen euch das Fleisch von den Knochen nagen. Okay. Oh, viele. Ja, mein C4 war nicht so gut platziert. Meins auch nicht, leider. Wieso greifen die eigentlich immer mich an? Du leuchtest so schön. So. Boah, die Ammo hier hätte ich schon gerne noch gehabt, ne? Können wir dann? Da kommen wir her, ne? Oder wie ist das? Da kommen wir nicht mehr hin. Warte, hier gibt's wieder Licht zum Anmachen. Was machst denn du? Falsche Taste gedrückt? Ja. Du musst mich hochheben. Kannst natürlich auch einfach so. Oh, das hat nicht gereicht. Das ist irgendwie, sieht aus wie eine Schrotflinte oder sowas, ne? Machst du? Es reicht ja, wenn einer von uns die nimmt, glaube ich. Schrotflinte, drücke I zum Ausrüsten. Dann drücke ich mal I. Oh, man kann, das ist schön, dass man so 4 Waffen ausrüsten kann. Das finde ich total in Ordnung. Ah, mir wird sogar angezeigt, wenn du im Menü bist, dann hast du so eine Menüsprechblase. Ah, das, die Schrotflinte gefällt mir bestimmt ganz gut. Na, vielleicht sollte ich zum Zertrümmern von diesen Dingern nicht unbedingt die Schrotflinte verwenden. So. Geh mal da weg. Sonst treffe ich immer nur dich. Kannst du da rüber klettern? So leicht bergauf geht das auch. Genau, und dann stelle ich mal auf Höhe von dem roten Dingens da irgendwie, dann kann ich das noch mitnehmen. Musste die Vase, glaube ich, zerlöten, oder? Geht das auch so? Hoppla. Und zack. Ich habe das Teil. Sehr schön. Das klappt doch gut. Ich bin davon durchaus angetan. Da drüben sind noch Edelsteine. Nehme ich. Hol uns mal dieses Munitions-Upgrade. Ja. Aber das musst du uns holen. Ich glaube, ich muss also, das holen, ja. Ja. Ich glaube, das erhöht unsere maximale Munitionskapazität, genau wie mit diesen Health-Teilen. Muss einmal springen, glaube ich. Etwas weiter hinten. Genau. Auch so ein bisschen, ne, wie man so die Macht. Ich hätte einfach, könnte einfach das Seil wegnehmen, fällst du da runter. Aber ist ja kontraproduktiv. Musst du alleine durch den Dschungel. Aber lustig. Warte, ich mach Licht. Ich zerstöre einige Vasen im Grab. Es gibt, glaube ich, auch echt für jeden Scheiß ein Achievement. Wir müssen wieder irgendwo so einen Ball herholen. Ja. Den hier vielleicht. Das wäre eine Idee. Ich glaube, wir kriegen den da nicht durch die beiden Säulen. Wir müssen den irgendwie hochkriegen. Warte mal, müssen wir erst mal angucken, wie das funktionieren soll. Wie sollen wir den da hochkriegen? Wie soll das funktionieren? Da setzt sich das Ding trotzdem nicht zurück, oder? Nee, leider nicht. Nee. Hat dauert's. Knifflig. Also hier kriegen wir den nicht durch, nee, ganz sicher. Fall. So, und hier so ohne weiteres hoch kriegen wir den doch auch nicht. Ich mach erstmal Licht. Was passiert denn hier? Ist hier was passiert, als du hier hochgegangen bist? Ja, da sind die Stacheln vor dir, sind da hochgegangen, okay. Runtergegangen. Diese hier, wo ich jetzt draufstehe. Ja. Also hier kommen wir ja dann durch. Also beziehungsweise, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen dann da hier oben. Rüber. Nein, hier so lang. Und dann hier rum, hier genau. Rum. Mal Licht machen. Vielleicht hilft das. So.
Also ich weiß nicht, ob wir den eine Treppe hochgeschoben kriegen. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja. Also das heißt, die Schwierigkeit, die wir haben, ist hier diese... Nur zu ferngezündete Bombe, um die Bälle in die Luft... Ah. Leg du da mal ein Bäumchen hin? Habe ich gemacht. Und dann schiebe ich das dahin. Du musst den Stab hochhalten. Kannst du das auch beim Rollen? Ja. Okay, warte, dann ich gehe hoch und nehme den oben im Empfang. Drück. Na, boah. Das hat ja prächtig funktioniert. Vielleicht solltest du das nicht direkt an die Wand legen. Ja, wahrscheinlich. Okay, pass auf, nochmal. Also, ja, genau. So. Ja, das hat funktioniert. Und schön weiter. Hätte ich auch mal gleich sagen können, oder? Naja, na. Aber du kümmerst dich bitte um die Skarabäi. Skarabäa-Tag. Ja, könntest du das mehr so in meiner Richtung machen? Jetzt ist das Ding nämlich schon rot, oder? Ja, ich weiß, naja, ich kann halt nicht, ich kann nicht ballern, während ich den Stab oben habe. Ich finde, du versuchst es. Ich brenne. Ah. Wow. Ein Korb mit Goodies. Schön weggeiern. Ein Präsentkorb. Warte mal, hier ist noch gar kein Licht an. So, ich muss nämlich schieben und du musst ballern. Warum ist das so? Weil ich nicht ballern kann, während ich den Stab oben habe. Ach so, ja, natürlich, macht Sinn. Ich frage mich, ob man dieses Spiel eigentlich auch mit Lara und diesem Carter-Typen hätte durchspielen können. Weil dann hätte man ja den Stab gar nicht gehabt. Wäre das gegangen? Ja, ich wette, der Carter-Typ hat auch so ein Ding. Nee, der Sohnematz hier, der Horus oder wie der heißt, der hat irgendwie auch so ein Teil. Warte, ich leg da nochmal so ein... Achso. Das muss weiter hinten noch hin, glaube ich, das Bömmchen. Ups, nee, der verschiebt die Bombe dabei. Das wird nicht funktionieren. Doch, das funktioniert. Na, dann komm ran hier auf den Meter. Ja, die werden ja jetzt nicht nochmal kommen, die Scheißviecher, oder? Na, das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so ein... dass das so getriggert wird, wenn wir um zum bestimmten... Ja, wir sind ja nicht bei Call of Duty hier. Das stimmt. Los, komm. Mach, gib Schwung. Du schaffst es. Jetzt hatten wir aber noch so viel Zeit übrig. Na, ich habe die letztes Mal, um den Druck auf dich zu erhöhen, früher abgestellt. Ah, verstehe. Natürlich ist das eine Falle. Eine Falle? Oh, erstmal geiern. It's a trap. Ich bin runtergefallen. Ja. Jetzt kann dieses Biff ja da. warte mal, ich kann nicht hier irgendwie. Nee. Vielleicht da hinten an das Auge oder so? Kannst du schießen? Kannst du da oben ranschießen, dass vielleicht die Treppe da rausklappt oder so? Weißt du, also nicht die Treppe. Ich kann nicht schießen, solange das. Achso. Achso, dann mach mal, schieß mal da drüber. So, weißt du schießt da drauf, ich spring da rauf, dann drückst du die andere Taste und ich spring da schnell rüber und halt mich fest. Aber das ist zwangsweise so, dass wir uns das in der nächsten Folge angucken, denn die Zeit ist definitiv gekommen. Ja, natürlich ist das eine Falle. So. Wir schaffen das in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.